Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahrer Logistik Part 12. Inzwischen habe ich ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte jetzt hier eine neue Forschungseinrichtung aufgebaut, also habe ich die alte komplett abgerissen, habe auch noch die Produktion von Schienen entfernt. Dann habe ich die Erzfelder kontrolliert, alles in Ordnung. Ich habe noch ein paar Förderer aufgestellt und ich habe die Hochofenstraße kontrolliert. Hier und da ein paar Verkabelungsfehler gefunden, das heißt Sachen, die sich abschalten sollten, waren nicht abgeschaltet oder die laufen sollten, waren abgeschaltet. Das habe ich dann korrigiert. Hier habe ich zur Reserve noch eine Maschine aufgestellt, damit ich vielleicht etwas aufbohren kann. Und hier ist auch noch drei Maschinen, da kann man noch Forschungspakete machen. Hier sind die Forschungseinrichtungen und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, dass das eben vernünftig auch fluppt. Ich forsche mal irgendwas. Ich könnte bessere Bergbauproduktivität 3 könnte ich machen, das wäre gar nicht schlecht. Ich habe zwar momentan da einen schönen Druck auf den Förderstrecken, aber ist sowieso mit Push, also was soll's. Mache ich das mal. Forschung starten. Das heißt, ich habe jetzt eine ganze Menge Material. Das heißt, die laufen jetzt schön los und versorgen wir erstmal hier raus. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Produktion der Forschungspakete denn so läuft und ob das alles gut ausbalanciert ist. An. Das heißt, man guckt sich erstmal an, wie das jetzt so hoch läuft. Ein Draht dran machen. Gut, das gilt Vorsprung, das ist klar, das sind nur 3er. Päckchen, die da produziert werden. Also momentan läuft das gleichmäßig durch. Lass mal eine Weile laufen, beobachten, dass mal auf der Amp was hängt. Die arbeiten alle. Du hier arbeitest nicht. Der hängt manchmal. Der hängt auch manchmal. Aber gut, hier ist alles voll momentan. Verbraucht das muss das Material erstmal auch verbrauchen. Aber trotzdem kann man mal gucken, warum das hier hängt. Stahl ist ein Problem. Ist hier nicht genug Stahl auf dem Förderer drauf? Weil 30 drauf, die dürfte eigentlich kein Problem sein. Obwohl der ist ja ziemlich voll hier. Das heißt, wir können manchmal nicht entnehmen oder schlecht entnehmen, weil wir keinen Platz haben. Hier könnte ein bisschen mehr Material sein. Also du, jetzt hängst du an. Ah ja gut, der hängt das öfter mal, hat also nicht genug Material. Das heißt, ich muss einfach hier die Verfügbarkeit erhöhen. Jetzt habe ich die einstellbar gemacht, also gehe ich jetzt hier hin. MNO und sagen wir mal hier 50. Das heißt, auf dem Förderer ist ein größerer Vorrat drauf. Das fährt jetzt hoch hier. Ja, Kupfer und Eisen geht schnell. Stahl geht auch, ist auch jetzt hochgefahren. Zahnräder sind genug da. Grüne Partien sind genügend da. Okay, das heißt also, das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Und was sehen wir auch? Der ist hier immer fast eigentlich durcharbeiten. Das heißt, es fährt manchmal was vorbei. Und hier am Ende. Okay, dann geht's schneller rein. Der nichts vorbeifährt und du auf jeden Fall das Zeug schneller los wirst, wenn du schon was produziert hast. So, das ist also auch in Ordnung. Die arbeiten ja auch schön durch. Sieht's aus, blau ist etwas hinterher. Das heißt, blau beschleunige ich jetzt etwas. Komm, machen wir einfach einen 50er rein, weil wir sofort Ökomodule hinterher packen. Das war keine Energie, habe ich auch wieder. Also drei einzelne bringen auch 80% wie zwei doppelte, sind aber deutlich billiger. Spannend wird es dann werden, wenn ich jetzt hier anfange, das zu beschleunigen. Gucken, die sollten alle auf 30 stehen, also lila schafft auch nicht auf 30 zu kommen. Das heißt also, tendenziell könnten wir etwas mehr gebrauchen von lila, blau. Gerade blau ist also echt hinterher. Hat auch vielleicht Materialprobleme? Nein, ist alles da. Wie sieht es mit Motoren aus? Sind von allen 30 da. Das heißt also, hier habe ich genügend Druck drauf, dass der Puffer immer gefüllt ist. Wir wissen ja, für Constraint, Puffer beobachten, gucken, ob was fehlt und das dann eben entsprechend dann die Versorgung steigern. Aber wie gesagt, blau ist ein Problem. Könnte sein, dass sie nur wieder dann doch hakelt. Ich sage, diese Maschine einfach auch soll blau machen. Pack dann 3 von denen rein und nehme hier den erstmal raus. Er macht so eine Umweltverschmutzung. So, jetzt habe ich hier einen 1,25 und hier einen 1,25. Aber der läuft nicht. Warum läuft der nicht? Ah, seht ihr hier? Falsch eingestellt. Ganz schlecht. Ja, und der weiß auch nicht, was er tun soll. Gut, also die Einstellung von da einfach übernehmen. Ja, das ist immer so klassisch wieder, macht irgendwas und denkt sich, tack, ha, ist ja ganz einfach. Ist es eben nicht. Kopieren. So, dann fängt er an.
Und dann muss der die gleiche Einstellung haben wie hier oben der blaue. Oh, mal sehen, ob das jetzt reicht. Also wenn du mal drei mehrere hergestellt und den gelben drei von dem blauen zwei. So, lila steht. Warum steht lila? Lila ist voll. Da ist ein Puffer was drin. Gut, also brauchen wir nichts tun. Forschungsanrichtungen laufen, das ist gut. Puffer. Ja, das haben wir auch von den 30 drin. Graue sind keine unterwegs, da werden auch nicht gebraucht. Ich mache ja kein Militär momentan. Wenn ein grauer Wapp hergestellt. Nein, das hier, sehen wir was hier? Da Mauer. Wieder kaputte eingebaut. Die muss ich irgendwie reparieren. Da merkt man eben auch, also muss sich schon darauf konzentrieren, dass man gute Produkte verwaltet, das ist wie in der richtigen Welt. Gut, das läuft also. Versorgung funktioniert. Jetzt haben wir von jedem 30 da. Die grauen fahren jetzt natürlich hoch. Also war kein Problem, weil grau haben wir nicht gebraucht. Gut, dann stelle ich mal noch eine Forschungseinrichtung auf. Ist ja genügend abgebaut. Der soll genauso funktionieren wie der. Hier sehen wir grünes Kabel angeschlossen. Muss ich auch wieder grünes Kabel anschließen. Kopieren. So, dann kann er jetzt loslegen und arbeitet schon. Und dann steht hier noch ein auf. Der kann sich von hier was holen. Hier wird die stärkste Versorgung, weil ich hier aus der Kiste die Reste rausnehme. Also schiebe ich auch noch hier rüber einfach. Okay, läuft. Steht noch zwei auf. Machen wir hier einen schnellen, das bevorzugt diese Richtung. Und nach unten mache ich hier schnelle, weil die müssen ja tatsächlich noch die mitversorgen. Ne? So, gucken. Okay, das ist dann, ja, laufen auch alle. Sehr schön. So, wie sieht es jetzt hier mit der Versorgung aus? Immer noch 30 drin, das heißt sehr gut, es läuft. Ich habe gerade etwas viel dazugestellt und es läuft immer noch gleichmäßig durch. Nur wieder gucken, wie die laufen alle. Munition hängt, warum hängt Munition? Aber wir wollen nichts machen, weil, nehmen wir raus hier. Jo, ich bin an die Versorgung, wie läuft das auch? Feuerbänder, kein Problem, sind überall 30 da. Panzerbänder Munition ist etwas mehr da, liegt aber daran, da waren noch Reste beim Aufräumen entstanden. Ne? Und immer wenn ich von hier ein bisschen Platz ist, dann schmeißt er wieder was drauf. So nach und nach leert sich das. Also ist nicht wirklich wichtig. Es funktioniert. Und wir haben jetzt hier die 50 drauf. Munition ist auch haufenweise da. Weil ich habe hier oben auch noch die ganzen Reste, die ich irgendwie übrig gehalten habe. Alles wird schon mal schön aufgehoben. Nichts geht verloren. So. Gucken. Motoren. Naja, Motoren sehen wir. Motoren sind hinterher. Motoren laufen die Motoren schön schnell? Nein, die laufen nicht schön schnell. Das heißt, ich sage den Motoren mal bitte schneller. Und noch sind Motoren da, das heißt, das läuft noch. Aber man merkt, ne, da bin ich nicht schnell genug. Wie ist die Produktionszeit von Motoren hier? 10 Sekunden dauert das. Das ist ganz schön langsam. Na ja, klar, ich brauche für ein Fluggestell. Ja, die kriege ich angeliefert. Ja, okay, also Motoren müsste ich wohl schneller bauen. Ist denn hier ein Versorgungsengpass? Nein, du bist gut versorgt. Ja, dann weiter folgendes. Ich nehme einfach das hier und mache das hier oben auch nochmal hin. Der Greifer, die Maschine und das. Zack, und schon habe ich das hier oben drin. Und wenn man keine Umweltsauerei machen soll, macht man auch keine. Und da haben wir hier zwei Motorenproduktionen, die laufen. Das sollte es jetzt gewesen sein. Hier läuft schön alles durch, da bin ich doch echt zufrieden mit. Im Prinzip könnte ich jetzt noch welche aufbauen, ne? Warum nicht? Mache ich auch jetzt mal. Gucken, was passiert. Wie gesagt, das sind so, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, nicht rumlabern, einfach ausprobieren, gucken, was passiert. Das ist so diese KVP-Philosophie, du machst was, es läuft, dann fängst du an, systematisch, also Schritt für Schritt Sachen zu optimieren. Ne? Diese Mimik würde ich jetzt gerne auch wieder haben hier. Gleiche Logik, Greifer anschließen, ganz gut mit Kabel, Forschung also hinstellen, gucken, ob ich auch noch zum Laufen kriege. Das ist von allen 30 da, das heißt, alle sind am Arbeiten, gar kein Problem. Und dann stehe ich jetzt noch drei dazu, ne? Nach unten langsam reichen, du kriegst was von da, und damit die Kette irgendwie versorgt ist. So. Mal gucken, ob wir jetzt alle zum Laufen bringen. Muss ich das einstellen, klar, wenn ich eine neue hinstelle, sind die leer, haben also keinerlei Forschungspakete, Vorräte, ne? Und dann muss man so nach und nach, die muss man irgendwann hochfahren, so nach und nach. Ne? So, das funktioniert super. Ja, liebe Leute, das war die methodische Reihe zum Thema Sushi-Belt. Dreiteil war Introduction
Und zwischendurch muss ich mal Kohle erzeugen und das habe ich noch gemacht. Ich habe noch eine Explorer-Einheit, also ein Radar, mitten im Feld aufgebaut. Also anderen Worten, ich bin damit doch recht zufrieden, hat gut funktioniert. Das räumt sich jetzt selber auf, hier, da brauche ich nicht drüber nachdenken weiter. Und ja, dann werden wir uns also bei der nächsten methodischen Reihe wiedersehen. Vermutlich wird er sich dann mit fördertechnischen Fragen beschäftigen. Gut, alles klar, bis dann.